Kebse, Currys, Nudeln. Das Beste aus Malaysia und Singapur. Singapurs Vorkoster der Nation ist eigentlich ein Familienarzt. Singapur und Malaysia, die besten Garküchen der Welt. Malaysias kulinarische Vielfalt. Das Beste aus Indien, China und auch anderswo. Verrückt nach Essen. Unzählige Zeitungsartikel dekorieren die Eingangstür zur Allgemeinpraxis eines Arztes in Singapur. Was kann ich für Sie tun? Dr. Leslie Tay ist aber nicht als Arzt berühmt, sondern als Vorkoster der Nation. I'm a doctor. Ich bin wohl Arzt, aber meine Patienten hegen den Verdacht, dass ich sie mästen will, damit sie dann meiner Behandlung bedürfen. Das stimmt natürlich nicht. Ich will ihnen zeigen, wo es gutes Essen gibt, damit sie das, was ihnen an Kalorien zusteht, nicht mit schlechtem Essen verschwenden. Jeden Nachmittag schließt Dr. Tay seine Praxis und begibt sich auf eine seiner kulinarischen Expeditionen. Es wurde zu einer Leidenschaft, als ich nach 10 Jahren nach Singapur zurückkehrte. Damals entschloss ich mich, die ganze Insel abzuklappern, immer auf der Suche nach dem besten Essen. Heute steht ein klassisch kantonesisches Restaurant im Hotel Regent auf dem Programm. Vieles hat mit meiner Mutter zu tun. Ich wuchs in der Küche auf und sah ihr immer beim Kochen zu, wie sie Teigtaschen machte oder im Wok kochte. Krokodilgeschnetzeltes mit Gemüse wird bei hohen Temperaturen rasch im Wok gewendet. Vergleichbar dem Vorgang des Glasierens in der französischen Küche. Das dauert nicht einmal eine Minute und schon ist das Gericht servierbereit. Hotelrestaurants wie diese spielen in Singapur eine wichtige Rolle und werden vor allem von lokaler Kundschaft frequentiert. Die exquisiten kantonesischen Gerichte wie der gedämpfte Fisch sind bei wichtigen Familienanlässen äußerst beliebt. Und Krustentiere wie Shrimps oder Krebse dürfen bei einem solchen Essen nie fehlen. Ein anderer Klassiker ist das Huhn des Bettlers. Ein Huhn, das ganz abgeschlossen in einer Form stundenlang gegart wird. Aufgrund seiner langen Zubereitungszeit muss dieses Huhn fast immer vorbestellt werden. Ich habe jetzt 5 Jahre damit zugebracht, Singapurs beste Küchen zu finden. Ich veröffentliche alles auf meinem Blog und jetzt auch auf einem Smartphone-App. Da finden Sie dann eine Auflistung, wer die beliebtesten Gerichte am besten kocht. Per Knopfdruck erhalten Sie dann noch eine Wegbeschreibung. Je länger Sie sich damit befassen, desto mehr entdecken Sie die Ursprünge der singapurischen und sogar der chinesischen Küche. Jedes Land hat seine ganz eigene Esskultur. Aber in Singapur ist diese besonders ausgeprägt. Wir haben Straßenküchen in ganz Singapur, wo Sie für 1,50 Euro gut essen können. Und deshalb essen alle Leute auch immer auswärts. Offene Imbissrestaurants wie dieses nennt man in Singapur Cafés. Das Prince Coffee House ist trotz seines unauffälligen Äußeren eine Institution. In den 70er Jahren haben die lokalen Stars aus Musik und Film hier verkehrt. Die Stars sind weg. Ansonsten hat sich kaum etwas verändert. Schon gar nicht in der Küche. Hier werden Gerichte zubereitet, die es so nur in Singapur gibt. Viele Leute nennen mich einen Gastrokritiker. Ich sehe mich eher als kulinarischen Entdeckungsreisenden. Ich empfehle nur gutes Essen in meinem Blog. Wenn etwas nicht so gut ist, dann schreibe ich einfach nichts. Hier finden Sie sehr typische singapurische Gerichte. Das sind Schweinskoteletten auf Hainan-Art. Viele Chinesen von der Insel Hainan arbeiteten für britische Haushalte. Dort lernten sie die Zubereitung von Schnitzel. Wenn Sie das Schweinsschnitzel mit Tomatensoße kombinieren, erhalten Sie ein sehr typisch singapurisches Gericht.
Das ist ein anderes Gericht mit britischer Kolonialvergangenheit, aber es wurde auf chinesische Art im Wok glasiert. Die Chinesen lernten von den Briten und haben dann ihre eigene Kochtechnik darauf verwendet. Corned Beef mit Bohnen im Wok, das finden sie sonst nirgends. Und sehen Sie sich diese Tasse aus dem Jahr 1977 an. Das ist Pyrex, eine gute Qualität. Ich habe die Besitzer gefragt, wie sie es geschafft haben, dieselben Tassen seit 35 Jahren zu verwenden. Natürlich seien welche kaputt gegangen, aber sie hätten noch immer genug Ersatzgeschirr. Das hier ist also wie ein Museum der 70er Jahre. Seinen Blog-Eintrag überschreibt der Doktor dann mit: Vorsicht, das Geschirr könnte älter sein als du. Leslie Tays Blog gehört zu den populärsten Webangeboten und seine iPhone-App ist eine der meistverkauften Smartphone-Apps in Singapur. Essen genießt in Südostasien einen größeren Stellenwert als in Europa und so ist aus dem Hobby längst ein werbefinanzierter Nebenerwerb geworden. Während man sich in Europa am Nachmittag gerne zu Kaffee und Kuchen trifft, offeriert die chinesische Küche traditionellerweise Tee und Dim Sum. Wie im Sichuan Douhua Restaurant, wo sich seltene und wertvolle Teesorten degustieren lassen. Was ist das für Tee, Linda? Der Tee, den der Teemeister für uns zubereitet, ist ein Longjin-Grüntee. Longjin, Grüntee, hat eine frische, grasähnliche Note. Den richtigen Tee mit der richtigen Speise zu kombinieren, ist eigentlich dasselbe wie mit Wein und Essen. Das ist ein Dim Sum mit Meeresfrüchten. Der Deckel repräsentiert den Himmel. Die Tasse mit dem Unterteller, das sind wir. Okay. Je nachdem, wie Sie die Tasse halten, signalisieren Sie, ob Sie Single sind oder nicht. Okay. Wenn Ihr kleiner Finger abgespreizt ist, dann zeigen Sie damit, dass Sie Single sind. Oh, okay, better keep it in. Das ist ein spezieller Grüntee, der 8-Schätze-Tee. Oh, so hübsch, so viele Zutaten, so viele Farben. Doch Leslie Tays Gedanken sind schon anderswo. In Singapur können Sie Krabbe auf 8 verschiedene Arten essen. Wir denken unentwegt an neue Arten, um Krabben zuzubereiten. Wir importieren Krebsarten aus der ganzen Welt. Aus Sri Lanka, San Francisco, Alaska, Tasmanien. Und hier in Singapur können Sie dann 8 verschiedene Krabben auf 8 verschiedene Zubereitungsarten verspeisen. Ein richtiges Krabbenfest also. Aber jetzt stellen wir Ihnen natürlich die berühmte Singapurer Chili-Krabbe vor. Hier im Restaurant Roland, einem riesigen Restaurant in einem Außenbezirk von Singapur, soll sie erfunden worden sein. Die Zusammensetzung der für die Soße verwendeten Paste kennen nicht einmal die Köche. Das Rezept ist streng geheim und wird mindestens so eifersüchtig gehütet wie dasjenige von Coca-Cola. Aber das ist natürlich auch ein Stück Marketing. Und Singapurs berühmte Chili-Krabbe hat in Wahrheit viele Eltern. Die singapurische Chili-Krabbe ist trotz des verwendeten Chilis nicht scharf, sondern eher süßlich. Deine Mutter hatte also schon 1956 damit begonnen, Krabben auf diese Art zuzubereiten. Ja, 1956 hat sie begonnen. Sie hatte einen kleinen Stand am Straßenrand. Es gab eine kleine Kerosinlampe, um die Passanten auf die angebotenen Krabben aufmerksam zu machen. Und nur 1-2 Tische. Unsere Freunde aus Europa denken bei Chili-Krabbe wohl vor allem an diese hier. Die beiden Freunde diskutieren weiterhin über die beste Art, die sri lankischen Krabben zu servieren. Gespräche über Essen haben, wie auch die Krustentiere, in Singapur und Malaysia ohne jeden Zweifel einen viel höheren Stellenwert als bei uns. Günstige Gerichte in Perfektion, aber ohne Allüren, sind das eine. Wer seine Gäste aber mit Raffinesse beeindrucken will, der lädt sie ein, mit ihm zu speisen. Privat, aber nicht bei sich zu Hause, sondern hier bei Xi'an. Xi'ans Gerichte basieren grundsätzlich auf chinesischen Rezepten.
Wir bedienen uns beim Kochen der chinesischen Gerichte, aber auch anderer asiatischer Zutaten und Küchentechniken. Die hier angebotenen Menüs erfordern besonderen Aufwand, zum Beispiel dieses Speckgericht. Ohne Fingerfertigkeit wird daraus nichts. Und schon gar kein Turm. Wir achten immer darauf, Präsentation, Aroma und Geschmack weiter zu verbessern. Bei unseren Gerichten muss einfach alles stimmen. Der gefüllte Speckturm hat den Ofen verlassen, wird mit Soße übergossen und schließlich als Turminsel im Soßensee aufwendig dekoriert. Dieses Gericht wiederum ist japanisch inspiriert. Wir suchen spezielle japanische Tomaten, enthäuten sie und geben eine Sesam-Wasabi-Soße dazu. Auch die Präsentation ist japanisch. Bei einem großen Essen darf Huhn nie fehlen. Huhn ist im religiösen und ethnischen Schmelztiegel Südostasien das am häufigsten servierte Fleisch und sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Viele Inder essen kein Rindfleisch und für Muslime ist Schweinefleisch verboten. Wie meist in Asien teilen sich die Gäste die verschiedenen Speisen. Das verbindet nicht nur, sondern es gewährleistet auch mehr Abwechslung und eine reichhaltigere, weil vielfältigere Ernährung. Bei Shiyen kann man nur nach Vorabsprache essen. Singapur ist eine Businessstadt und deshalb gibt es hier viele Firmenanlässe. Singapurs strategische Lage an der Spitze der malaysischen Halbinsel hat es zu einem Welthandelszentrum werden lassen. In Europa weniger bekannt, aber historisch ebenso bedeutsam, war die Insel Penang in der Straße von Malakka. Rund 1 Million Einwohner leben auf der dicht besiedelten Insel mit ihrer Hauptstadt Georgetown. Als britische Kronkolonie wurde Penang im 19. Jahrhundert ein wichtiger Handelsplatz. Mit den Briten kamen viele Chinesen und manche brachten es als Händler und Unternehmer zu großem Reichtum. Von ihrem Reichtum und ihrer Lebensart zeugen bis heute als Museen erhaltene Wohnhäuser wie dieses. Wenn sie auch nach westlichem Vorbild errichtet wurden, so bleibt doch der chinesische Einfluss immer sichtbar. Und obwohl sie die chinesische Kultur und Sprache beibehielten, sprachen sie fließend Englisch und ließen sich von britischen Sitten und Traditionen inspirieren. Wie auch in Singapur entstand in Penang eine eigene Kultur, diejenige der anglophilen Peranakan-Chinesen. Aus ihren Reihen kommen viele der in Asien mächtigen auslandschinesischen Familien, sei es in Malaysia, Singapur oder Hongkong. Stolz auf sein kulturelles Erbe posiert dieses Brautpaar hier für seine Hochzeitsfotos. Heute wohnt man natürlich anders. Seit die Kinder von C.K. Lam in Australien studieren, hat die Familienfrau viel Zeit für ihre Hobbys. Jedes Land hat seine eigene Küche und Esskultur. Die Leute gehen nach Singapur, um Chilikrabben zu essen. Und man kann nicht abstreiten, dass die auf ihre Art ganz gut schmecken. Wir hier in Penang haben eine Menge verschiedener Küchentraditionen anzubieten. Und unsere Garküchen sind Weltklasse. Zusammen mit ihrem Mann führt uns C.K. Lam in die Altstadt von Georgetown. Wir benutzen Rikschas. Das langsamere Tempo scheint mehr angemessen. Denn am Straßenrand gibt es viel zu entdecken. Hier dreht sich alles um Garküchen, Streetfood. Die Konkurrenz ist groß, das Niveau entsprechend hoch. Doch man muss wissen, wer wo die besten Gerichte anbietet. Und dorthin, in eine kleine Seitengasse, führt uns C.K. Lam. Hier gibt es das beste Laksa. Assam Laksa ist eine etwas saure Fisch-Curry-Nudelsuppe
ein Peranakan-Gericht aus chinesischen, malaiischen und indischen Einflüssen. Es ist ein spektakuläres Gericht und viel, viel besser, als es aussieht. Kostenpunkt 1,50 Euro. Unser Penang Assam Laksa ist ein Gericht voller Aromen. Es ist intensiv und kräftig. Die Brühe ist aus Fisch gekocht. Dann werden viele Gewürze und Kräuter dazugegeben. Es enthält Tamarinde, Pfefferminzblätter, Ingwerblüten, Chilis und Ananas. Alle möglichen Geschmacksrichtungen explodieren auf einmal im Mund. Die Garnelenpaste macht die Suppe salzig. Das Ganze macht süchtig. Es ist einfach eine Kombination aller Geschmäcker. Eine Verkörperung von Geschmack und Aroma. Die Leute kommen nach Penang nur, um diese Nudelsuppe zu essen. Das sieht alles ganz einfach aus, ist es aber nicht. Dahinter steckt unheimlich viel Arbeit. Genießen Sie es, solange Sie können. Zur Nachspeise empfiehlt sich, ein Stand weiter nur, diese eiskalte Kokosnusssuppe mit grünen Reisnudeln und gebranntem Palmzucker. Schnell wird serviert, um die große Nachfrage zu bedienen. Chendul heißt dieses Dessert und sein Geheimnis ist das Eis. Überhaupt Eis. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit entsprechen die 33 Grad in Penang gefühlt einer viel höheren Temperatur. Da ist jede Abkühlung willkommen. Weiter geht es im angenehm gekühlten Wageninnern. Wir fahren durch die Altstadt. Hier sind alle Häuser aus der Kolonialzeit noch erhalten. Manche sind in den letzten Jahren zu hübschen Cafés oder Galerien umgebaut worden. Hier hat sich in den letzten Jahren viel verändert. In den letzten Jahren haben die Menschen hier ihre Vergangenheit entdeckt und sind stolz darauf, was Penang zu bieten hat. Die Altstadt von Penang ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. Es tut gut zu sehen, dass sich die Menschen hier Mühe geben, ihr Erbe zu bewahren. Wo immer CK ist, dokumentiert sie das Angebot, um es später auf ihrem Foodblog zu besprechen. Hier gefällt ihr nicht nur das kulinarische Angebot, sondern auch die Atmosphäre. Das China-Haus hat viel zu bieten. Neben seiner bekannten guten Kuchen kann man auch andere feine Sachen hier essen. Wieder zu Hause angekommen, lädt CK die Fotos hoch und schreibt ihre Eindrücke nieder. Wenn ich ein neues Restaurant besuche, dann gehe ich einfach inkognito hin. Ich esse und schreibe dann darüber. Jeder Mensch hat andere kulinarische Vorlieben. Deswegen ist es natürlich subjektiv, was ich schreibe. Wenn mir etwas nicht schmeckt, dann mache ich es deswegen nicht nieder, sondern ich schreibe nur: Mir hat es nicht so geschmeckt. Es war zu salzig oder zu ölig. Ich teile einfach mit, wie mir das Essen geschmeckt hat. Bei meiner Arbeit lerne ich natürlich viele Köche und Restaurantinhaber kennen. Viele lesen mich oder bewundern mich sogar. Manche werden dann zu Freunden. Gegessen wird in Malaysia rund um die Uhr und CK kann sich über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Die Bewohner von Penang kommen von überall her. Wir sind eine wirklich multikulturelle Insel. Wir haben Chinesen, Inder, Malaien und auch eine kleine Gruppe von Europäern oder europäisch-asiatischen Mischlingen. Deswegen haben wir auch beim Essen eine so große Durchmischung. Zum Beispiel zwischen den Indern und den Malaien. Da gibt es eine Küche, die heißt Mamak. Ganz anders als die malaiische Küche.
Obwohl von der südindischen Küche inspiriert, sind die sogenannten Bananenblattrestaurants mit ihren unheimlich kräftigen Curries doch typisch malaysisch und sicher nichts für Mimosen. Serviert wird aus Blechdosen, direkt auf ein Bananenblatt. Hier werden viele Gewürze verwendet. Die Currysoßen bestehen aus sehr vielen verschiedenen Zutaten. Im Wesentlichen gibt es drei Currys, gekocht aus Krabbe, Fisch und aus Huhn. Es ist eine wahre Geschmacksexplosion. Hier braucht man kein Besteck. Man mixt den Reis von Hand mit den Soßen und voilà. Speziell mit dem Aroma des Bananenblatts. Wenn der Reis heiß ist, dann löst er das Aroma des Blattes. Dieses Restaurant ist auf seine Art einmalig. Hier verkehren vor allem indischstämmige Malaysier. Touristen finden das Restaurant wahrscheinlich nicht, denn draußen auf der Straße gibt es nicht einmal ein Schild. Es wird auch kaum beworben. Deshalb übernehme ich das heute. Vom Mix der Kulturen erzählt auch der Kongsi Clan Tempel, ein Mix aus chinesischem Tempel und europäischem Bungalow. Je internationaler Georgetown wurde, desto wichtiger wurde es, dass man sich auf seine eigene ethnische Gruppe absolut verlassen konnte. Auf die chinesische Großfamilie mit ihren Clan-Strukturen, deren Vorfahren hier verehrt werden, konnten die Mitglieder sich absolut verlassen. Viele Gebräuche aus China haben sich hier besser erhalten als in China selbst, wo die Kulturrevolution in ihrem Wahn viele Traditionen zerstört hat. Bis heute kann man in Penang mitten am helllichten Tag zufällig die Aufführung einer chinesischen Oper in einem Tempel miterleben. Auch wenn das Publikum nur aus wenigen zufällig Anwesenden besteht. Penang ist eine Insel. Und auch wenn es keine klassische Feriendestination ist, so gibt es doch Strände. Und Fischerboote bringen jeden Tag frische Meeresfrüchte. Am besten genießt man die an einem unprätentiösen Ort wie im Sea Pearl Lagoon. In Penang gibt es viele Fischrestaurants entlang der Küste. Aber dieses hier, das Sea Pearl Lagoon, ist einmalig. Hier geht es darum, dass die Meeresfrüchte möglichst frisch sind. Dann werden sie möglichst einfach zubereitet. Ein Grill und etwas Salz, um ihre Süße zu betonen. Hier geht es nicht um Schnickschnack, sondern einfach nur um möglichst fangfrische Shrimps. Einige hundert Meter entfernt im Hafen von Georgetown. Wenn es schließlich in Penang eindunkelt, ist es Zeit, endlich wieder einmal etwas essen zu gehen. Chin's Stylish Chinese Cuisine ist das schickste Restaurant der Insel. Viele Jahre lang hatte Dave Chin Londons bestes chinesisches Restaurant geführt, das Crispy Duck. Dann entschied er sich zur Rückkehr nach Penang. Auf der Insel hat er ein kleines Imperium von Pubs und Restaurants aufgebaut. Dave Chin kocht Sichuan-Chinesisch, eine eher scharfe Variante der chinesischen Küche aus der gleichnamigen Provinz Sichuan. Sein Restaurant ist relativ neu. Und neu für Penang ist auch sein schickes Konzept von Fine Dining. Es ist eine neue Erfahrung für die Bewohner von Penang, die sonst eher Garküchen frequentieren. Mit seinem Restaurant bringt Dave ein neues Konzept nach Penang. Thank you. It's a new experience for
Es ist eine neue Erfahrung für die Leute hier und auch für die Besucher der Insel. Dave bietet nicht nur Sichuan-Gerichte an, sondern auch kantonesische Speisen und aus der Provinz Hunan. Wir freuen uns auf diese neue kulinarische Welt. Das hier ist sehr gesund. Viele Vegetarier suchen nach diesem Gemüse. Es schmeckt ganz ausgezeichnet. Die Spezialität des Hauses ist, wie schon in London, Daves knusprige Ente. Die beste Art, die Ente in den Pfannkuchen einzurollen, ist so. Die Soße wird in einer Linie aufgetragen. Dann gibt man 3 Lauchzwiebeln dazu. 4 sind zu viel und bei 2 ergibt das zu wenig Aroma. Dann geben sie malaysische Chilis dazu. Die sind ziemlich scharf. Erst dann fügen sie die Ente bei, Fleisch und Haut zusammen. Schließlich rollen sie das Ganze. Die Soße verteilt sich über die ganze Länge. Und wenn sie dann abbeißen, so bekommen sie von allem immer etwas mit. Ein feines Stück Pfannkuchen mit aromatischer Knusperente. In Penang trifft man sich gerne auch spät nachts, nach dem Abendessen, noch einmal zu einem Happen. In einer Stadt, die Qualität über Präsentation stellt und deren Bewohner äußerst preisbewusst sind, bedarf es großer Anstrengungen, die Leute davon zu überzeugen, 50 Euro statt wie hier auf dem Nachtmarkt 2,50 Euro für ein Abendessen auszugeben. Jeder der Köche hier hat seine oft über Generationen perfektionierte Spezialität. Nudeln dürfen dabei nie fehlen und werden in allen Variationen angeboten. Dazu kommen frische Meeresfrüchte auf alle möglichen Zubereitungsarten. Hier ist der Hungrige nicht nur günstig, sondern auch gut und vor allem unkompliziert. Lok Lok ist eine Art Fondue. Sie können es alleine essen oder mit Ihren Freunden. Sie können auch Spießchen mit Meeresfrüchten, Gemüse oder auch allerlei Innereien auswählen. Heute gibt es zum Beispiel ganz frische Schweineleber. Dazu gibt es verschiedene Soßen, mit Chili oder Knoblauch. Damit schmeckt alles noch besser. Am Schluss zahlt man dann nur für die Spießchen, die man sich ausgesucht hat. Ich liebe die Soße aus Erdnüssen und Chilis. Und jetzt noch diese Fischkugeln. Man muss sie gut kauen. Sehr gut mit der Soße. Hier gibt es eine große Auswahl an Meeresfrüchten, hier sogar Quallen. Die darf man nur wenige Sekunden ins kochende Wasser halten. Es braucht nicht viel Vorbereitung. Wichtig ist einfach, dass alles sehr frisch ist. Neben frischem und knackigem Gemüse fangfrische Meeresfrüchte aller Art. Und wer jetzt, nach einem Tag der ununterbrochenen Völlerei, noch immer nicht satt ist, der muss hungrig ins Bett. Sie sahen Krebse, Curries, Nudeln. Sie können diese Sendung mit zusätzlichem Bonusmaterial als DVD in unserem Online-Shop bestellen oder die Sendung ohne Zusatzmaterial in unserem Shop herunterladen.